auf meinem Kanal. Ich habe auch BH Cosmetics schon wieder total die Eskalation betrieben. Und zwar, Jenny hat 2 Bestellungen abgegeben. Ich hatte diesmal ein bisschen Struggle, das werde ich euch gleich ein bisschen erklären. Auf jeden Fall habe ich so coole Items gefunden bei BH Cosmetics. Ich weiß nicht, da ist gefühlt jede Woche super Sales, da kriegt ihr super Sachen extra. Hi Lili, bist du schon wieder da? Es ist jetzt 12 Uhr in der Nacht, Leute, deswegen meckert sie. Und auf jeden Fall habe ich jetzt einfach so tolle Angebote. Ich habe einige Sachen, ich habe ja wirklich komplett angefangen zu selektiert einzukaufen, weil ich einfach sage, okay, natürlich kaufe ich immer noch ein. Das habe ich auch nicht gesagt, dass ich auf eine No-Buy bin, sondern ich mache das jetzt sehr, sehr viel hirnvoller, dass ich einfach schaue, okay, was lohnt sich, welche Aktion zum Beispiel ist mega gut, dass ihr da eigentlich gar nicht drauf verzichten könnt. Und deswegen habe ich hier richtig geile Items gekauft, teilweise neue Items, aber auch zum Beispiel Items wie zum Beispiel diese Pro Palette, die ich einfach so geil finde. Ich habe nämlich, ich zeige euch die mal, die ich habe, und zwar, ich habe auf der Glow diese Studio Pro Ultimate Artistry Shadow Palette gekauft und die auch schon einige Male benutzt. Und das, oh, das ist jetzt folgendes Color Scheme. Da sind halt echt geile Farbtöne drin und ich habe da auch schon diverse sehr schöne Looks mitgemacht und ich war immer so begeistert. Und damals die Schwägerin von der Alida, die hat damals eine Palette gekauft, die ich sehr schön fand und wollte deswegen die nachkaufen. Und zwar habe ich jetzt mir, ich kann euch sogar vorlesen, ich glaube, ich habe sogar die ganzen Zettel noch, glaube ich, einigermaßen. Ich kann euch in etwa vorlesen, was ich ausgegeben habe. Diese Palette hat mich, glaube ich, gekostet, ich glaube, 16 Euro, Leute. Also BH Cosmetics ist wirklich eines der affordable und sozusagen bezahlbaren Marken, wo ich einfach unnormal geil finde. Also wirklich, egal was ich da irgendwie mal angeguckt habe, war immer ganz tolle Qualität dabei. Ich habe auf der Glow, ich glaube, für über 100 Euro Sachen gekauft. Dann habt ihr dauernd Sales. Ihr kriegt Sachen geschenkt, zum Beispiel, ich hatte schon zum Beispiel, da habe ich ein Konturprodukt gekauft und habe aber noch ein zweites dazu bekommen und so, das war echt heftig. Und diesmal habe ich mir auch die, also das ist außen so ein bisschen günstigeres Packaging, aber auf den Inhalt kommt es an und ich wollte diese Palette haben. Und zwar, es gibt von Morphe auch eine Art Bronze Palette, ja, und ich habe jetzt praktisch gesehen, dass BH Cosmetics auch, auch praktisch so eine Palette hat, wo wirklich so schöne Schimmertöne sind. Also das ist so geil. Also ihr könnt ja viele Sachen auch variabel benutzen. Also es ist echt so toll. Die Palette sieht so schön aus. Und die Mina, praktisch die Schwägerin von der Alida, hat sich damals die gekauft. Ich habe dann gedacht, komm, ich kaufe die mir jetzt auch mal, weil für 16 Euro, Leute, wenn ihr wirklich so Neutral Lover seid, also jemand, der praktisch sehr viele Neutral Töne nimmt, da ist diese mega gut. Das ist praktisch die Palette Ultimate Neutrals Shadow Palette. Also mega, mega cool. Ich habe dieses Mal auch voll viele Pinsel gekauft, Leute. Das war ganz übel diesmal. Aber natürlich ist, glaube ich, noch, doch eine Palette ist noch dabei. Und zwar die Aurora Lights Palette. Darüber möchte ich auch gerne eine Review machen. Ich arbeite ja sowieso gerade ein bisschen an so einer BH-Woche. Beziehungsweise hatte ich schon überlegt, vor der Glow zum Beispiel einen kompletten Monat jeden Tag hochzuladen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder soll ich zum Beispiel BH Cosmetics Paletten jede Woche mal eine, zum Beispiel mittwochs reviewen oder so. Und zwar habe ich die Aurora Lights. Das ist die neueste Palette von BH Cosmetics mit Baked Eyeshadows. Und Leute, oh mein Gott. Das ist ein so schön. Also ich gehe mal in die Farbe Prismatic. Wow. Prismatic, dann gehe ich mal hier in Fluorescent. Fluorescent heißt die Farbe. Wow. Dann Farbe Glowing. Und Leute, die hat so krasse Shifts. Seht ihr das? Warte mal. Also, die Palette hat unnormale Farben. Und zwar Pigmentierung des Todes, Leute. Sehr, sehr geil. Ich gehe mal in diesen Ton hier. Seht ihr das? Das ist doch nicht normal. Also, ich liebe BH Cosmetics. Ich weiß nicht warum. Also ich habe so viele Paletten davon. Also ich glaube, ich habe vielleicht 4, 5 Paletten nicht im ganzen Sortiment die letzten Jahre.
Und ich habe von denen die Solar Flare. Ich habe auch, glaube ich, diese Cosmic irgendwas. Also die sieht ähnlich aus, hat aber so ein bisschen sehr viel kältere Töne drin. So ein dunkleres Blau und so ein leichtes Schwarz. Aber die finde ich sehr, sehr schön. Also da wird es auf jeden Fall eine separate Review geben mit einem passenden Tutorial dazu. Und diese Farbe hier zum Beispiel, Leute. Schaut mal. Wie schön ist das bitte? Wow. Also einfach eine super, super tolle Farbauswahl. Also ich finde halt immer, dass BH Cosmetics ist echt rockt. Also die Farben sind so, so schön gelungen. Und auch so die Auswahl. Also ich finde auch, ich weiß nicht mal, ob ihr das seht. Diese Shifts, die in den Palettenfarben drin sind, sind unnormal. Und diese wird definitiv eine eigene Review bekommen. Ich hoffe, da freut ihr euch auch. Ich habe überall Swatches, mein ganzer Arm ist voll. Und ich habe diesmal absolut eskaliert, Leute, bei Pinseln. Und zwar, jetzt praktisch, jetzt lade ich glaube am Wochenende ist das Video hochgekommen. Ich glaube am Samstag oder so würde ich das jetzt hier gerne holen und am Freitag. Es gibt diese Woche noch eine sehr geile Aktion bei BH Cosmetics. Ihr kauft für 30 Euro Sachen ein und bekommt ein Ashley Tisdale komplettes Pinselset. Weil ich natürlich nicht blöd bin, habe ich zwei Bestellungen aufgegeben mit jeweils etwa 30, 40 Euro und habe natürlich zwei Pinselsets bekommen. Da ich ja kurz vor den 1000 Abonnenten stehe, Grins, habe ich mir überlegt, eins davon in die Giveaway zu packen für denjenigen Gewinner oder die Gewinner für meine 1000 Abonnenten praktisch. Bleibt gespannt. Also ich denke schon, dass ich eins davon auf jeden Fall hergeben werde. Und ich würde euch gerne mal zeigen, was ihr bekommt. Also dieses Set, ich habe mir echt nicht viele Hoffnungen gemacht, weil ich gedacht habe, ja, okay, ist halt geschenkte Gaul, schaut mal nicht ins Maul. Aber Leute, diese Pinsel sind so weich, so unfassbar weich. Also das kommt in so einem, ja, türkisfarbenen Handle mit einem goldenen Kopf und packe hier so packe dunklere Pinsel und sind so soft, Leute. Unnormal. Die werden natürlich sehr gut eingepackt. Ihr habt jetzt hier so eine Art Contour-Rouge-Pinsel. Das ist, glaube ich, so ein Eyeliner-Pinsel. Dann habt ihr hier so ein Blender-Pinsel. Das sind auch, die Blender sind super von BH Cosmetics, also echt abartig geil. Dann habt ihr hier meines Erachtens eine Art, ja, Multifunktionspinsel. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz so sicher. Könnt ihr aber auch zum Highlighten benutzen. Dann haben wir hier so ein, ich würde mal sagen, das ist so ein ganz grober Shader-Brush oder sowas. Also so, also da könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut mit ausblenden. Der ist nämlich ziemlich soft, also richtig, richtig schön. Auch hochqualitativ, also wirklich geil. Und ihr kriegt das, das Set kostet 18 Euro, Leute. Wenn ihr 30 Euro gekauft habt, kriegt ihr praktisch einen Wert von fast 50 Euro. Ist richtig geil. Dann haben wir hier noch so eine Brush, wo ich jetzt eher unter den Augen nehmen würde. Was ich jetzt auch ziemlich, ziemlich cool finde, ist, dass hier eine Stippling Brush dabei ist. Weil eine Stippling Brush in dieser Form habe ich ja nicht. Ihr kennt ja meine Stippling Brush vom Primark. Die ist natürlich schon mega abfuckt, ja, aber die funktioniert halt echt unnormal gut. Und deswegen diese Stippling Brush super, super cool. Und dann haben wir noch einen großen, fluffigen Puderpinsel, wo ich allerdings jetzt das Gefühl habe, gerade vom Abstand des Handles und so, dass ich damit super auch Bake wegpacken kann oder zum Beispiel hier so eine schöne Kontur ziehen kann. Also dieses Pinselset, ich zeige es euch mal im Gesamten nochmal, kriegt ihr praktisch geschenkt, wenn ihr diese Woche praktisch noch bestellt. Leute, macht es. Es ist der Hammer. Es ist so, so schön. Ich lege die mal irgendwo hin, wo ich mich nicht stören. Dann ist mir dieses Mal bei BH Cosmetics das erste Mal aufgefallen, beziehungsweise ein kleiner Fehler unterlaufen, aber nicht mir, sondern leider BH Cosmetics. Ich hatte das Crystal Quartz Set bestellt. Und zwar, ihr kennt doch dieses Set mit dieser mega schönen, ich zeige euch mal die Pinsel, die sehen so aus. Das ist jetzt übrigens mein Blush Brush, also das ist meine jeden Tag Blush Brush. Und ich wollte, weil die halt auf 30% reduziert waren, diese Blush Brush und noch den Contour Brush. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hin habe, Leute. Die liegt hier. Ah, hier. Und den Bronzing Brush, der ist nämlich angeschrägt. Und da komme ich immer so gut in meine Gesichtslinien rein. Wollte ich praktisch nochmal bestellen. Jetzt war das aber so, dass ich in meiner Bestellung zwar gesehen habe, dass ich diese Pinselsets bestellt habe, weil ich habe praktisch zwei Sets bestellt. Einmal in der einen Bestellung, einmal in der anderen, weil ich wollte auch eins verschenken. Und habe jetzt halt gesehen, hey, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich habe irgendwie gar kein Pinselset bekommen. Statt diesem Set, ja,
hat BH Cosmetics sehr, sehr kulant, muss ich sagen. Also, sie haben mir im Prinzip ein Pinselset geschenkt und mir trotzdem die beiden abgezogenen Rose, also ich habe das Rose Romance Set bekommen, habe aber praktisch für beide Crystal Quartz Bestellungen das Geld zurückerhalten. Ich habe mit denen halt dann kurz korrespondiert, sie haben mir aber nichts gesagt mit zurückschicken. Und somit ist es für mich jetzt geschenkt, was ich irgendwie auch cool finde, weil sie, also sie hat ja gewusst, dass ich ein Set fälschlicherweise bekommen habe. Und ich habe jetzt praktisch ein Rose Romance Set bekommen, was ich im Nachhinein mega schön finde. Also es sieht echt so hochwertig aus. Also ihr bekommt eine weiße, richtig tolle Tasche. Die Pinsel von BH Cosmetics werden, das hat mir die Victoria nochmal gesagt, in China hergestellt und finde ich aber gar nicht schlimm, weil so halten sich die Preise halt nun mal sehr gut. Und zwar habe ich jetzt hier ein Set mit den verschiedensten Pinseln, auch Pinseln, die ich jetzt so noch nie gesehen habe. Das wäre einmal hier ein Pinsel, der eine ganz, ganz zarte Ecke hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das irgendwie für den Eyeliner gedacht ist. Ich schätze mal, weil wenn ich jetzt überlege, ich könnte jetzt hier in mein Auge gehen und ja, ich glaube, ein Eyeliner ist richtig. Dann habe ich hier, was ich sehr cool finde, eine Foundation, einen Foundation Brush. Also ich finde auch die eigentlich sehr hübsch, also sind total sleek. Dann haben wir hier einen Highlighting Brush und da bin ich super excited. Ich liebe Highlighting Brushes. Nur ich habe jetzt von Morphe welche gekauft und zwar diese. Die finde ich super. Also die sind sowas von geil vom Handling her, dass ich halt sagen muss, dass ich halt schwer was anderes finden muss. Also das könnte jetzt ein Concealer-Buffer sein oder packe ich so einen Highlighting-Pinsel. Da muss ich jetzt schauen, was mir jetzt am besten gefällt. Dann haben wir hier noch einen Eyeliner-Brush. Also das ist so ein Eyeliner-Brush, das könnt ihr ja sehen. Der ist super, super schlicht und sehr, sehr cool von der Form her. Dann haben wir hier noch einen etwas kleineren Puderpinsel, den ich aber auch cool für Kontur benutzen könnte, aber sehr, sehr schöner Pinsel. Einen Lidschatten Shading Brush, also so ein Brush, wo ihr praktisch Pigmente oder so drauftragen könnt, in einer super, super kleinen Form. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Dann einen Pencil Brush. Also ich weiß ungefähr bei den BH Sachen, wie die etwa heißen. Die Pencil Brush benutzt ihr immer, um so Farbe hier unten praktisch aufzudrücken. Sind sehr, sehr gut, Leute. Ich habe da einige von, wie ihr bestimmt wisst. Ich habe auch von Ebelin zum Beispiel sowas, aber ich finde halt von BH Cosmetics sieht es halt wesentlich hochwertiger aus. Dann habe ich hier, ich schätze mal, einen Contourbrush, weil die sehr schmal und sehr lang ist, ja. Dann haben wir hier nochmal einen breiten einen breiten Lidschattenpinsel und zwar könnt ihr dann sicherlich, ich könnte mir auch diesen super vorstellen, um eine Cut Crease zu ziehen. Also das werde ich definitiv testen für euch, Leute. Dann, ich liebe die Blender. Die Blender sind super. Und das ist so ein schöner kleiner Blenderkopf, wo ihr wirklich, Leute, sehr, sehr präzise arbeiten könnt oder hier zum Beispiel gewisse Highlights aufsetzen könnt oder so. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch so einen Angled Brush. Das ist praktisch so ein angeschrägter Pinsel, wo ihr, ich denke mal, auch hier gut in eure Falte kaufen könnt. Kommen könnt, damit praktisch schön die Farbe aufgetragen ist. Ich habe übrigens die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills benutzt. Liebe ich. Und als Lippenstift habe ich gerade den Vivid Matte Liquid und den finde ich total schön. Der ist sehr, sehr angenehm. Und das ist eine Brush, die genauso wie diese hier, also sehen sich sehr ähnlich. Nur, dass ich denke, dass ein Concealer-Buffer ist und das ist diesen Highlighter-Buffer. Ich liebe solche Pinsel, weil ihr könnt diese multifunktionell, ihr habt ja irgendwie gar keine großen Vorschriften, wie ihr das machen könnt, sondern ihr nehmt die für das, was ihr einfach denkt. Und jetzt habe ich ein absolutes Highlight für euch. So, meine Lieben, ich habe jetzt mal ein bisschen den Winkel geändert, weil ich einfach möchte, dass ihr sehr, sehr, sehr viel, viel besser noch dieses Pinselset. Also, ich habe mir das Marvel Luxe 10-Piece Brush Set bestellt. Das war, glaube ich, mit Abstand das teuerste Brush Set, was ich je bei BH Cosmetics gekauft habe. Aber auch mit Abstand das von mir am heißesten erwarteste. Ich habe sehr, sehr viel in Amerika. Also, was ich sehr, sehr geil finde bei BH Cosmetics, ist es jetzt mittlerweile so, dass ihr wirklich mega schnell auf amerikanischen Online, also wenn ihr praktisch in Amerika auf bhcosmetics.com was seht, kriegt ihr etwa eine Woche später maximal zwei
auch in den deutschen Handel die Sachen, sowohl die Paletten wie auch die ganzen Accessoires. Und ich war so scharf auf diese Pinsel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nicht, dass ich es nötig gehabt hätte, überhaupt Pinsel. Also ihr müsst mal überlegen, ich habe jetzt mit der Bestellung, Moment, ich zeige sie euch, so viele Brushes, ja. Und ihr müsst ja nicht vergessen, ich habe noch eins komplett eingepackt. Das heißt, eigentlich hätte ich ja neue Brushes gar nicht nötig. Aber ja, mit dem Nötig haben ist das so eine Sache. Ich denke eigentlich, dass jeder, der zum Beispiel, also ich liebe Brushes, also ihr seht, ihr wisst, Moment, falls du ganz neu dabei bist, kann ich dir mal zeigen, was ich neben Lidschattenpaletten noch toll finde. Ich habe wirklich unfassbar viele Pinsel. Zumal ich aber sagen muss, dass ich wirklich, je nachdem, wie precise ich arbeiten möchte, in meinem Gesicht zum Beispiel oder so, dass ich diese Pinsel und alles auch wirklich brauche. Also es ist nicht so, dass ich mir einfach Pinsel kaufe und sage dann, ja, ich habe halt Pinsel, sondern ich benutze sie auch wirklich. Die kommen in so einer Verpackung. Das Einzige, was ich halt direkt sagen muss, ich finde es mega, mega schade, dass solche teuren Pinsel nicht mit einer Tasche kommen. Ich fände es so schön, hätten die eine marmorähnliche, geile, silberne Tasche bekommen oder so. Oder eine Tasche in dem Style mit so Marmoroptik außen. Ich finde halt für 42 Euro hätte das sehr wohl reingepasst. Ich meine, das Ashley Tisdale Set kostet 18 Euro. Das andere kostet aber auch nicht mehr und hat aber eine geile Tasche. Und das Crystal Quartz hat sogar diese Mermaid-Tasche gehabt. Also ich finde, dass diese Pinsel sehr wohl eine schöne Verpackung, also verdient hätten. Und bei diesem Set waren die Pinsel so anders, wie ich sie noch nirgendwo gesehen hatte. Diese Pinsel hatten eine sehr besondere Form. Also sie haben auch vor allen Dingen, was ich ganz cool finde, die größeren Brushes. Ich lege mir die jetzt mal alle auf den Schoß. Die haben so eine Art Pinselnetz oder wie das heißt. So. Also manche haben so eine Papierverpackung bekommen, manche haben so ein Pinselnetz. Ich werde die wahrscheinlich auch behalten, weil ich die ganz cool fürs Reisen finde. Und ich möchte euch jetzt mal ganz nach und nach einfach zeigen, was für Brushes. Also diese Brushes sind so schön. Und zwar seht ihr diese wunderschönen marmorverpackten Brushes. Das ist so eine Fiber Brush. Das ist eine, die so ein bisschen wie eine Stippling Brush ist. Ich kann mir aber noch nicht ganz vorstellen, für was ich das benutzen soll. So, müssen wir wieder zoomen. Genau, das immer. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, aber ich finde alleine diese Handles wunderschön, dieses Marmor. Und die sind auch super schwer, Leute. Also wenn ihr die kauft, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gesagt, für was das ist. Ich schätze, das ist für ein Cremeprodukt, weil alle meistens diese Stippling Brushes oder so sind prädestiniert dafür, entweder sehr seicht Brush aufzutragen, also Blush, oder halt irgendwie so ein Creme-Highlighter oder so, das könnte ich mir vorstellen. Ich schaue eigentlich auch nicht, wie die Namen dieser einzelnen Pinsel sind oder so. Hier stehen zwar Namen drauf, was, also das könnt ihr auch lesen, welche Brush für was ist, aber da stehen jetzt zum Beispiel auch, also das, ich kann versuchen mal Pinsel. Also die Nummer 5, das ist dieses hier, ist eine Duo Fiber Highlighting Brush. Und ich weiß jetzt, ich habe noch nie mit einer Fiber Brush meinen Highlighter aufgetragen, aber mega schöne Pinsel, mega. Also, die haben wirklich sehr viel Geld gekostet. Ich war für BH Cosmetics. Ihr habt natürlich darauf keine 30% bekommen, weil sie ganz neu sind. Das ist die Nummer 10. Das ist der Eyeshading Brush. Das ist praktisch wieder dieses, wenn ihr praktisch Pigment auftipsen könnt. Auch super schön. Und ich glaube auch, dass die nicht alle gleich aussehen können, weil dieses Marvel ey, besonders ist. Dann haben wir hier einen Pinsel, den ich so in der Form nur von Love Cosmetics kenne. Und zwar ähnlich, ja. So, also das ist der von BH und das ist der von Love. Der ist übrigens super schön. Und zwar, das ist die Nummer 2. Das ist der Tapered Powder Brush. Das ist, also für mich ist es halt gerade so ein Ding, wo ihr schön fegen könnt und praktisch auch schön eure Baking-Produkte wegpacken muss. Man möge sich drüber streiten, ob man wirklich 20 Pinsel fürs Gesicht braucht. Ich brauche manchmal sogar mehr. Weil wenn ihr überlegt, wie viele Pinsel ich benutze, ich habe zum Beispiel hier neben meinem Schminktisch habe ich einen kleinen Becher. Da stelle ich auch die ganzen schmutzigen, also wirklich stark verschmutzten Augen-Shader-Brushes zum Beispiel. Also diesen, den habe ich jetzt benutzt für das. Das werde ich jetzt vielleicht noch 2 Tage so benutzen, falls ich Bock auf diesen Look habe. Und danach kommt dann diese Waschwanne und ich wasche dann die ganzen Pinsel durch und ich bin immer mega, mega ordentlich mit denen.
Dann haben wir hier eine, das ist die 8, also stehen so kleine Nummern drauf, könnt ihr das lesen? Hier seht ihr die Nummer. Die 8, das ist die Classic Eye Blending Brush. Das ist praktisch einfach so ein Blender, wie ihr hier benutzen könnt. Ja, funktioniert sehr gut, glaube ich. Also er ist allerdings ein bisschen flach. Also er ist jetzt nicht so spitz, sondern eher flach. Dann haben wir hier einen sehr fluffigen Brush. Und zwar ist es die Nummer 7. Das heißt, ist der Diffusing Eye Brush. Diffusing heißt praktisch, dass ihr praktisch ganz, ganz breite Flächen habt, wo ihr praktisch wirklich mehrere Farben ineinander verblenden könnt. Das heißt zum Beispiel ein Blau in ein Grün. Und dann könnt ihr wirklich so lange drüber gehen, bis es keine eine Ombre-Look Style gibt. Dann, das ist so geil, Leute. Das ist eine Foundation Brush. Das ist eine Form, ich kannte die. Und zwar gibt es, ich habe sowas zum Beispiel von, also in etwa, ja. Das ist mein Foundation Brush von For You Beauty. Das ist praktisch von Rossmann, dieser neuen Pinselmarke. Und das ist dieser Foundation Brush, ja. Ich werde auch übrigens von diesem Set eine extra Review machen. Das heißt, ich werde mal mein komplettes Gesicht damit machen. Das dauert natürlich ein bisschen. Vielleicht in Kombination mit den e.l.f. Cosmetics Produkten. Ich weiß es noch nicht. Das wird die Tage jetzt auch noch online kommen für euch. Auf jeden Fall, das ist eine super, super schöne Brush. Dann habe ich hier noch die Nummer 9 und das ist praktisch ein Tapered Blending Brush, spitz zulaufender Verblender Brush. Das ist praktisch gerade, um hier unten zum Beispiel sehr viel weicher zu machen. Und gerade wenn ihr zum Beispiel sehr viel kompakt hier drinnen arbeiten wollt oder so ein Halo-Eye zaubern wollt, dann sind diese Brushes perfekt. Und auch dieser mega schöne Marmor-Optik. Dann haben wir hier, das ist bestimmt auch so ein Highlighting Brush oder ein Concealer Buffer. Das ist eine Multitasking Face Brush. Ich weiß nicht genau, ich denke, man könnte damit eine Nasenkontur machen oder hier. Man könnte zum Beispiel auch irgendwie, ich sag mal so, ganz krass im Augen verblenden oder irgendwelche Cremeprodukte auftragen. Ich bin halt eher so der Typ, dass ich sage, wenn ich nicht weiß, was die Brush ist, benutze ich sie gar nicht und lege sie mir erstmal zur Seite, bis ich eine Verwendung sehe, zum Beispiel bei YouTube. YouTube ist auch für mich natürlich eine große Inspirationsfläche, weil ich einfach auch nicht immer weiß, für was ich die Sachen benutzen möchte. Deswegen schaue ich einfach. Und dann haben wir noch einen. Das ist die Nummer 4. Das ist der Don't Detail Brush. Also das ist eine flache Brush, wie ihr seht. Und da könnt ihr zum Beispiel sehr, sehr geil konturieren mit. Also ich habe hier eine ähnliche, sehr günstige Variante. Zum Beispiel sowas ähnliches hier. Da habe ich zum Beispiel heute mein Gesicht mit gebronzt. Das ist einer aus der Evelyn Purple Paradise. Ich liebe diese Pinsel. Ich habe auch einige Backups davon. Ich werde jetzt auch hier durch meine Pinsel mal durchgehen und mir anschauen, welche Pinsel ich tatsächlich brauche und welche ich jetzt durch neue ersetzen kann, weil ich natürlich ultra gespannt bin, wie diese performen. Und weshalb ich das Ganze eigentlich auch gekauft habe, war dieser hier. Und zwar, das ist der schönste spitz zulaufende Powderbrush, den ich je gesehen habe. Ich habe von der ähnlich auch sehr irren Qualität einen von Müller. Und zwar, das ist eins der liebsten All-Over-Kompaktpuder-Verteilpinsel. Und zwar, wenn ihr praktisch so Puder habt, die stark gepresst sind, könnt ihr die natürlich super rein. Den zum Beispiel benutze ich, um zum Beispiel meine Bronzer nochmal sehr viel softer auswirken zu lassen. Ich habe zwei davon, weil ich manchmal ein bisschen hellere und dunklere Bronzer benutze. Auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz spezieller Brush, der ist super, super fest. Da könnt ihr halt einfach euer Produkt sehr fluffig und sehr leicht auf euer Gesicht auftragen. Und Leute, die Ausbeute war riesig. Nicht jeder muss das verstehen, dass ich halt gerne Pinsel kaufe. Ich finde halt, das ist wie bei einem Maler. Besonders schöne Farbrollen oder besonders gute Farbe entspricht eigentlich oft dem, dass man einfach auch ein super Ergebnis hat. Ich habe zum Beispiel dieses Make-up heute schon gestochene 10 Stunden und länger drauf. Ich habe mich mit meinen ganz normalen Sachen geschminkt. Ich habe wieder meine LA Girl Pro Matte benutzt und habe praktisch ganz normal meine komplette Routine gemacht. Und muss euch echt sagen, ich bin so zufrieden mit den Produkten, die ich einfach die letzten Wochen discovered habe. Ich verstehe, dass vielleicht viele sagen, oh mein Gott, die kauft den ganzen Tag. Nein, nicht den ganzen Tag, aber etwa in alle 2 Wochen. Ich habe jetzt ein BH Cosmetics Haul schon lange Zeit nicht mehr gemacht, weil ich einfach auch
Ich war so übersättigt von den Sachen, auch von der Glow-Woche. Ich habe noch immer keinen Scheiß, Leute. Ich habe zum Beispiel jetzt seit einigen Wochen in meinem Alltag diese wunderschöne Zodiac-Palette in meinem Gebrauch. Ich bin einfach geschockt. Selbst die Kali Bible Deluxe-Palette habe ich jetzt schon öfters benutzt. Super Paletten. Ich kann es immer wieder sagen. BH Cosmetics und ohne irgendwo Arsch kriechen zu müssen, denn ich habe das ganze Zeug ja gekauft. Nur das eine Set habe ich praktisch durch den Fehler, den sie haben, habe ich jetzt einfach so jetzt überlassen bekommen. Und wenn ihr wirklich irgendjemandem eine Freude machen wollt oder ihr praktisch Geschenke sucht oder so, Pinsel zum Beispiel, also ebene Pinsel werden immer teurer. Also ich habe jetzt wirklich, ich muss jetzt mal gerade überlegen, wo war, also ich habe jetzt zum Beispiel einige, zum Beispiel ich habe so einen richtig fluffigen Blender Brush, wo glaube ich jeder Hatice Schmidt, Jolina, Dagi B oder sonst jemand echt super mit arbeiten könnte, weil die sind einfach geil. Ich bin mir auch sicher, wenn die Amis davon wüssten, würden sie bestimmt beim Primark auch solche Pinsel kaufen. Die haben aber allerdings natürlich viele. Ich habe selber unnormal viele Pinsel und das weiß ich auch. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich praktisch einen so guten Job habe, dass ich mir das auch leisten kann. Es ist aber wirklich eine absolute Leidenschaft von mir, Pinsel zu kaufen. Ich liebe Pinsel. Ich liebe Pinsel in jeder Farbe, Form und vor allen Dingen, also Leute, wenn ich sowas sehe, das schlägt mein Pinselherz hoch. Pinsel sind aber auch so ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Das ist so, wie wenn ihr Monteur seid und ein sehr schönes Auto fahrt. Das ist einfach, es ist ein tolles Gefühl, mit ganz tollen Pinseln auf eurem Gesicht zu arbeiten. Ihr werdet auch einen sehr schönen Flawless Finish dadurch kriegen. Und auch zum Beispiel zu testen. Ich habe zum Beispiel auch super günstige Brushes, wie zum Beispiel hier diesen Essence Brush, ja, den ich einfach mal so geil für Blush und so alles benutze, den ich sonst natürlich nie anpacken würde, weil ich einfach so viele Pinsel habe. Aber mittlerweile, ich weiß ganz genau, welche Pinsel mir sehr gut gefallen werden und welche nicht. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr einfach diesen Inspirationen bei mir seht, dass einfach ihr, wenn ihr etwas haben möchtet, wie zum Beispiel, ich habe wirklich, ich hätte nur 40 Euro für diesen verschissenen Pinsel gesehen, bezahlt, weil ich einfach, ich habe halt immer diese kurzen gekriegt, ja. Und den gab es auch mal von Essence, den habe ich auch hier irgendwo. Super Pinsel, aber ich wollte einfach einen mit langem Stiel, denn ich bin es gewohnt, einfach in langen Bewegungen zu arbeiten. Und das ist so, wie wenn ihr in kurzen Bewegungen ständig auf dem Rücken sitzt, ständig Rückenschmerzen habt. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und ich hoffe, dass ihr einfach wahnsinnig viel Spaß habt, wenn ich euch meine Hauls zeige. Ich habe nach fast einem Jahr YouTube immer noch wahnsinnig viel Spaß und auch diese Interaktion mit euch macht mir immer noch irre viel Spaß und wird auch mich immer noch sehr, sehr mit Freude füllen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr nicht denkt, oh mein Gott, die kauft den ganzen Tag. Ich kaufe nicht für YouTube, ich kaufe nur für mich. Ich habe bis jetzt wie viele tausende Euro nur für mich ausgegeben und habe nie jemandem das gezeigt. Euch zeige ich das, weil ich einfach möchte, dass ihr wisst, Qualität muss nicht die Welt kosten. Und wenn ihr Geburtstag habt, wünscht euch doch einfach so ein wunderschönes Pinselset, Leute. Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Wie gesagt, ab 1000 Abonnenten wird es auch Pinselsets für euch geben. Ich habe einige schöne Sachen für euch vorbereitet. Und auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.